Hallo, jetzt kommen wir zum fünften und letzten Teil unserer Reihe der Plastikplanet. Diesmal geht es um das Thema, welche Auswege gibt es, um aus der Plastikflut herauszukommen. Auswege. Wie lässt es sich verhindern, dass die Welt im Kunststoff untergeht? Einen Ausstieg aus der Plastiknutzung wird es nicht geben. In vielen Bereichen, etwa in der Medizin, sind Kunststoffe notwendig. In anderen fällt die Ökobilanz der entsprechenden Naturprodukte nicht besser aus. Natürlich kann man viel Plastik einsparen, zum Beispiel Verpackungen. In Deutschland besteht die Hälfte des Plastikmülls aus Verpackungen. Es wird mehr verpackt als nötig. Zum Beispiel, das kennt ihr, in den Gemüseregalen, viele Gemüse werden einfach nochmal mit Plastik verpackt und das ist vollkommen unnötig und diese Verpackung kann man wirklich einsparen. Hier seht ihr, wie viele Verpackungen so insgesamt anfallen und die unterschiedlichen Verpackungen. Und da kann man wirklich eine ganze Menge machen. Macht euch mal Gedanken dazu, was man machen könnte, um Verpackungen zu sparen. Aber es gibt schon Fortschritte. Es gibt immer mehr Supermärkte, die unverpacktes Gemüse anbieten. Das seht ihr hier in den Auslagen. Aber immer noch liegt in Plastik verpacktes Gemüse und Obst in diesen Auslagen, was vollkommen unnötig ist. Aber wie entsorgt man das Plastik, das es schon gibt? Dafür gibt es nur einen Weg. Wir müssen Kunststoffe als Wertstoffe betrachten, die sich wiederverwenden lassen. Anders geht es nicht, sagt Katharina Landfester, Direktorin am Mainzer Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Das Ziel ist eine Kreislaufwirtschaft. Doch ist das Recycling von Plastik in der Welt noch nicht weit fortgeschritten. Man kann nicht allen Plastikmüll einsammeln. Auch wenn man allen Müll einsammeln und recyceln könnte, der Abrieb von Reifen und Turnschuhen, der bröckelnde Lack oder die Stäube der kunststoffverarbeitenden Industrie kann man nicht einsammeln. Große Mengen von Mikroplastik werden trotzdem von Wind und Wasser rund um den Globus getragen. Hier seht ihr ein Logo, dieses Logo steht für Recycling und hier Berge von Plastikmüll, auch wenn die jetzt schon gesammelt sind in gelben Säcken, man wird dieser Plastikflut kaum Herr. Hier seht ihr gepresste PET-Flaschen in einer Recyclinganlage, vorbereitet fürs Recycling, aber es bleibt eine riesige Plastikflut. Biologisch abbaubare Kunststoffe können helfen. Doch auch da gibt es Probleme. Die bisherigen biologisch abbaubaren Kunststoffe können zwar kompostiert werden, zersetzen sich aber nicht im Meer. Hier ein Beispiel für biologisch abbaubare Kunststoffe. Das sind Biotüten, Biobeutel. Die kann man tatsächlich auf den Kompost tun. Das Problem ist allerdings, dass wenn sie ins Meer gelangen, dass sie sich da aufgrund des Salzwassers auch nicht zersetzen. An neuen abbaubaren Kunststoffen wird geforscht. Die sind aber in der Regel sehr teuer. Außerdem benötigt die Neuherstellung von Kunststoffen die Vernichtung von Ressourcen. Ressourcen heißt also das, was zur Verfügung steht. Zum Beispiel werden viele Kunststoffe aus Mais hergestellt. Wenn der Mais, der auf den Feldern wächst, für Kunststoffe gebraucht wird, dann kann man ihn nicht mehr für die Herstellung von Nahrungsmitteln einsetzen. Und das ist ein Riesenproblem für die Ernährung der Menschheit. Ziel muss daher eine Kreislaufwirtschaft sein. Die Abfälle des einen Produktes sind die Rohstoffe für ein anderes Produkt, also so, wie es uns die Natur vormacht. Der Wunschgedanke ist eine Kreislaufwirtschaft, also aus dem Öl, das wisst ihr ja, aus dem Erdöl, wird in der petrochemischen Industrie unter Zusetzung von Wasser, von Strom, Plastik hergestellt. Dabei wird CO2 ausgestoßen, also diese Treibhausgase, zum Beispiel Plastikflaschen, PET-Flaschen. Und diese PET-Flaschen, die sollen eben nicht im Müll bzw. in der Umwelt landen, sondern wieder zurückgeführt werden zu Betrieben, die diese PET-Flaschen wieder in andere Plastikflaschen oder andere Plastikprodukte verwandeln. Das Recycling der PET-Flaschen klappt recht gut, aber das Pfandsystem ist aufwendig. Man kann dieses Pfandsystem kaum bei anderen Produkten verwenden. Anderer Plastikmüll landet meist vermischt im Recycling und muss dort erst getrennt werden. Ein großer Teil des Plastikmülls kann nicht recycelt werden. Dieser Müll wird vorher aussortiert. Zum Beispiel Käseverpackungen können nicht recycelt werden, da viele dünne Folien aus unterschiedlichen Kunststoffen übereinander geklebt sind. Also es gibt Verpackungen, zum Beispiel Käseverpackungen und auch andere Verpackungen, wo verschiedene Kunststoffe miteinander verbunden sind und diese Kunststoffe kann man eben nicht recyceln. Den recycelbaren Müll trennt ein Infrarotscanner nach Kunststoffsorten. Aber die Vermischung verschiedener Kunststoffsorten bleibt groß. 80% gilt meist schon als sortenrein.
Farben sind kaum voneinander zu trennen. Hinzu kommen die Zusatzstoffe, die sich nicht entfernen lassen. Ein weiteres Problem tritt beim anschließenden Zerschreddern auf. Das Zerschreddern verringert die Geschmeidigkeit der Kunststoffe. Am Ende entsteht ein Recyclingprodukt, das für die meisten Zwecke nicht verwendet werden kann. Für die Verpackung von Lebensmitteln ist es ungeeignet. Eine Nutzung in der Medizin kommt schon gar nicht in Frage. Stattdessen werden Parkbänke, Blumenkübel oder Bauzaunfüße daraus gemacht. Mit Kreislaufwirtschaft hat das wenig zu tun. Hier seht ihr so zerschreddertes Plastik in einer Recyclinganlage. Aber aus diesen Plastikresten lässt sich nur ganz schwer guter Kunststoff machen. Ihr seht, dass diese Stühle verschiedene Farbschattierungen haben. Das sieht jetzt in dem Fall ganz hübsch aus, aber eigentlich liegt es daran, dass man das Plastik nicht wirklich gut nach unterschiedlichen Farben sortieren kann. Da hat man jetzt mal nette Recyclingstühle draus gemacht, die ganz lustig aussehen, Kinderstühle. Im Grunde genommen, was man aus diesem recycelten Plastik machen kann, sind diese wirklich hässlichen Plastikbänke oder Terrassenbelag oder Zaunpfähle oder diese hässlichen Blumenkübel. Die sind aus recyceltem Plastik gemacht und ihr seht, das ist alles so braun, grau und das liegt daran, dass man die Farben nicht wirklich gut trennen kann. Geforscht wird am sogenannten chemischen Recycling, aber die Forschung ist noch nicht weit genug. Und das chemische Recycling braucht viel Energie und schadet daher der Ökobilanz, also auch der Umwelt. Außerdem ist es sehr teuer, dieses chemische Recycling. Also eine Wunschvorstellung ist, dass Plastik sehr, sehr gut nach Farben getrennt werden kann, wie man das hier so sieht. Aber das ist ein sehr aufwendiges und sehr teures Verfahren und ist noch nicht genügend erforscht. Gebraucht werden jetzt Polymerchemiker, die bei der Zusammensetzung neuer Moleküle auch immer deren Zerlegung mitdenken müssen. Wir brauchen Lösungen, und zwar nicht in 20, sondern in 5 Jahren, sagt Max-Planck-Forscherin Landfester. Gefordert ist aber auch die Politik, die die Industrie zwingen kann, die Qualität des Recyclings zu verbessern. Also geforscht wird an Polymeren, an Plastikketten, an Kunststoffketten, die biologisch abbaubar sind, und zwar in verschiedenen Umgebungen, eben auch im Meer. Und es wird auch geforscht daran, dass wenn man einen Kunststoff gefunden hat, der in verschiedenen Umgebungen abgebaut werden kann, dass man den auch übertragen kann, dass man diesen Abbauprozess auch übertragen kann auf andere Kunststoffe. Wenn es solche bioabbaubaren Polymere geben würde, würde das natürlich Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft haben. Da müsste ganz anders Müll gesammelt werden. Es würde positive Folgen haben für die Umwelt und auch positive Folgen für die Gesellschaft. Von großer Wichtigkeit sind jedoch internationale Vereinbarungen. Und dafür werden in der nächsten Woche in Nairobi die Weichen gestellt. Die Plastikkrise ist ein Problem planetaren Ausmaßes. Es zu lösen erfordert planetare Anstrengungen. Hier seht ihr ein Foto von einer UN-Konferenz in Nairobi, eine internationale Konferenz. Hier nochmal das Logo der United Nations. Also international werden jetzt Anstrengungen unternommen, um diese Plastikflut zu vermeiden. Da muss praktisch jedes Land irgendwie mitwirken. Wir in Deutschland sind wirklich keine Vorreiter. Es gibt viele afrikanische Länder, die uns schon weit voraus sind in dieser Eindämmung der Plastikflut. Vor kurzem fand so eine wichtige Konferenz statt. Die ist leider etwas untergegangen in den Nachrichten über den Ukraine-Krieg. Aber diese Konferenz hatte tatsächlich mal konkrete Beschlüsse und über diese Beschlüsse könnt ihr euch auch mal im Netz informieren, was auf dieser Konferenz international beschlossen worden ist, um die Plastikflut einzudämmen. Wie würde es aussehen, wenn wir Plastik reduzieren? Man könnte zum Beispiel Kopfhörer aus Leder machen. Bestimmte Dinge muss man aus Plastik machen, aber man kann Zettelboxen oder Notizblöcke mit Pappe gestalten, die Einbände mit Pappe gestalten. Man muss Farbstifte nicht bedrucken oder mit Plastik überziehen. Und bestimmte Dinge, da braucht man halt Plastik oder Kunststoffe, Tastaturen oder Computermäuse. Aber ihr seht auf diesem Bild, es geht auch vieles ohne Plastik. Einiges geht eben nicht ohne Plastik. Gut, soweit. Das war der letzte Teil der Reihe der Plastikplanet. Jetzt möchte ich euch bitten, euch zu überlegen, wie könnt ihr dazu beitragen, dass es nicht mehr so viel Plastik auf dieser Welt gibt? Wir Einzelpersonen können eigentlich nur versuchen, Plastik weitmöglichst zu vermeiden. Und überlegt euch doch mal, wie ihr das schafft, Plastik zu vermeiden, worauf ihr verzichten könntet.
Okay, soweit. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.